Dann mache ich mal weiter. Konnichiwa, Twitches. Ich tapp mal wieder ins Spiel rein. Und dann machen wir weiter. Habe ich den Timer gestartet? Nö, hier, so. Also, mit dem Typen brauchen wir das ja jetzt nicht nochmal probieren, ne? Irgendwas müssen wir gegen diesen Elefanten tun. Am besten gehen wir nochmal zurück. Vor allem, wo war der überhaupt? Der ist ja dann auch irgendwo runtergefallen. Wo ist der denn hin? Was haben wir hier eigentlich? Schrottbeutel. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Kann er den ab? Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Aber was hat er denn jetzt gemacht? Das kann ich zumindest nicht mehr anklicken. Na toll. Was ist damit? Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Ja, außerdem wollte ich doch Toni mitnehmen. Ja, außerdem und überhaupt, ne? Wo geht's denn dahin? Geht's da in das... Ich weiß nicht, wo. Ich gehe erstmal wieder dahin. Und dann gehen wir mal da lang. Geht's da auch noch runter? Nee, ne? Oh, nie wieder. Hörst du, Tag? Nie wieder? Was mache ich mir vor? Alles kommt irgendwann zurück. You. Da ist es ja. Da ist es ja. Auf Tack ist immer Verlass. Zumindest, wenn es darum geht, pünktlich zur Sperrstunde durch den Ort zu torkeln. Huhu, Tack. Dir auch einen schönen Tack-Tag. Tack-Tack. Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Ja, viel Glück, Kumpel. Der Crew geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Yep. Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? Welches Jahr? Alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Boso... Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans. Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstagsmuffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Wo finde ich Toni noch gleich? Sie ist in Lonzos Kneipe. Ach ja, hatte ich vergessen. Und das ganz ohne Alkohol. Respekt. Ja, lass mich. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Oh. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja.
ein lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Na, ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Moin! Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp, viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. True. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Er ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... vorhin. Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudy. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern, wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Ach, das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Okay. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Aha. Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Ja, mach mal jetzt. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Alter, das ist so... Vampir-Schnabeltier. Gehe ich direkt zurück und frage ihn schon, oder? Ich frage ihn mal direkt. Was, das soll 9 Enden haben? Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du? Dein Aluhut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Aluplatte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapultplan sabotiert hat. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Stroh? Ah, Hauptsache es funktioniert, oder? Okay, das heißt, wir brauchen Alufolie und Stroh. Und das setzen wir dem Typen dann auf den Kopf. Na gut. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Da muss Kiwi 9-mal spielen. Ich erspiel mir doch nicht jedes Ende. Wozu gibt's denn YouTube? Okay, da geht's lang und da geht's zum Ballon. Okay, das wäre dann der andere Weg gewesen. Den wir beim Ballon. Können wir ja nur da lang. Oder haben wir hier noch irgendwas zum Angucken? Käfer! Ja. Das Stroh ist sein Hirn. Mhm. Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Ja, hi. Wenn er mit mehr Gefühl und weniger Spucke spielen würde, könnte er in den Pausen vielleicht auch mal ausspannen. Zoon? Ist das der Bruder von Goon? Da können meine prophetischen Träume orakeln, bis sie schwarz werden. Ich werde niemals einen Schnauzer tragen. Ja, ja. Hallo, Fremder. Neu in der Stadt? Aber Rufus, ich komme doch jedes Jahr zum Grill-Donnerstagsfest. Richtig. Und dein Name war? Zoon, amtierender Grill-Champion aus Sierra Benzole. Sierra Benzole? Ich dachte immer, der Ort hat nur 3 Einwohner. Was nicht heißt, dass der Titel nichts wert ist. Fuego und Petrol sind nämlich auch sehr geschickt im Umgang mit Brennspiritus. Schade, dass sie dieses Jahr nicht antreten können. Lass mich raten. Ein Arbeitsunfall? Sagen wir einfach, sie hätten das Chewabchichi mit mehr Che und deutlich weniger Shishi machen sollen. Shishi. Kiwi, achte mal auf den Kerl mit der Flasche. Wieso? Was macht er denn? Meinst du schon den da? Oder ist schon vorbei? Hm.
Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Natürlich. Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Sie geht zurück auf die Tage, da Halligall und Hunikus gleichzeitig auf die Idee kamen, über die Amalgaten zu reiten. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für die Stoßzähne gesucht. Was das Aufeinandertreffen der Heere nicht weniger blutig gemacht haben dürfte. Du weißt ja, nichts ist gefährlicher als ein Elefant mit Zahnschmerzen. Es gibt hier einen Elefanten in der Gegend. Das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Nun, er ist sehr gut darin, sich zu verstecken. Nicht gerade typisch für einen Elefanten. Sicher, dass du kein Wombat oder Murmeltier meinst? Ich glaube, ich werde den Unterschied erkennen, ja. Das haben schon viele geglaubt. Und am Ende muss man sie mit Wombatbissen aus dem Zirkus abholen. Armer Onkel Diego. So, der Wombi beißt also Leute. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten. Oder Ratten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Oh. Ach bitte, leih mir die Elefantenbüchse. Ich sagte, nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Jagddiplom. Ach bitte. Ich brauche dieses Hochpräzisionsblasrohr ganz dringend. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Goddammit. Was gibt's denn Leckeres? Was schon? Grill-Donnerstag ist Murmeltiertag. War nicht Randale-Montag immer Murmeltiertag? Nein. Grill-Donnerstag. Ganz sicher. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee, Murmeltiere. Was soll der Quatsch mit dem Licht und den Grillen? Das nennt man Grill-Donnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Ha. Naja, gut. Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Ein Jagddiplom, Alufolie und Stroh. Und was ist mit denen hier? Was ist los? Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht lesen. Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr auswendig könnt? Eine Nummer würde mir da schon einfallen. Unser Hit. Rudis Zahn-OP ging schief. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf den Ohren. Also spielt ihr jetzt nicht. Kann ich... Oh, Schrott. Toll. Ist ja nicht so, dass... Was hast du da gemacht? Oh Gott, das Viech tut mir voll leid. Na gut. Ach, guck mal, da ist die Wumme. Krass. Eine Schrottflinte. Vielleicht wird das ja doch noch mein Lieblings-Deponia-Abenteuer. Schrottflinte. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Viel zu die Profis jagen dazu. Da viel leider und die... Und. Ja, hatten wir schon. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich so am Gähnen bin. Ich... Geh mal. Oh nein, der Wenzel. Ja. Das reinste Faulspiel. Das ist entweder mein alter Sidekick Wenzel oder eine sprechende Kürbislaterne.
Hi, Wenzel. Wenzel? Bist du das? Ich hatte dich doch glatt für eine Kürbislaterne gehalten. Sehr lustig. Aber schön zu sehen, dass du dich doch entschieden hast, am Grill-Donnerstagsfest teilzunehmen. Ein Dreck hab ich. Ich bin nur hier, um Toni abzuholen. Ach ja, der Ballon. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich weiß, eine Woche mit ihr auf engstem Raum, das grenzt an Selbstmord. Aber es wäre bestimmt nicht gut für unsere Beziehung, wenn ich den Planeten ohne sie verlassen würde. Ich meinte doch, ob du dir sicher bist, die Sache überhaupt durchzuziehen. Ihr hattet euch schon mal getrennt. Wenn dein Plan wieder schief geht, könnte diesmal mehr in die Brüche gehen als nur das Höhenruder oder dein Nasenbein oder das Dach vom Kindergarten. Mach dir mal keine Sorgen, kleiner Mann. Diesmal habe ich an alles gedacht. Ein Höhenruder habe ich zum Beispiel gar nicht erst eingebaut. Toni vertraut mir. Und da hat sie ja auch recht. Du wirst schon sehen. Ja, ja, da hat sie bestimmt recht. Wer bist du denn? Der arme Rattenjunge kann sich nicht mal richtige Kleidung leisten. Ja. Meine Eltern sagen, Basalt sei die Trendfarbe der kommenden Herbstsaison. So tapfer. Hallo, Rattenjunge. Das ist nicht mein Name. Ich heiße Leonardo Alfonso Miguel Garcia de... Na, macht ja nichts. Rattenjunge passt doch. Den anderen Quatsch kann sich ja eh keiner merken. Quatsch? Mein Name wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Wow. Rattenjunge ist am Start. Warum sind alle so gemein zu mir? Oh, darfst du nicht mit den anderen Ratten spielen? Wenn sie das Faulobstspiel meinen, ich würde wirklich gern. Aber ich bin noch zu jung. Das stimmt, Rufus. Faulobst legen dürfen nur Erwachsene spielen. Bin ich in ein Grillennest getreten? Andauernd höre ich dieses Zirpen aus meiner Knöchelregion. Das ist so geil. Das ist so gut. Ich feier das so. Ach, schön. Ah. Okay, was? Kartoffelhalbiermaschine. Wirklich? Es gibt Maschinen für sowas. Da hat jemand eine Folienkartoffel in den glühenden Kohlen vergessen. Das muss mein Glückstag sein. Ja, dann lang doch mal rein. Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Abkühlen? Können wir sie nicht mit dem Schraubenschlüssel rausfischen? Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Oh, wow. Weisheiten. Ja, okay, da können wir nicht... Ich drück mal meine Schummeltaste. Ach so, Grill. Ach, guck mal. Hier. Eine Wachsschublade. Was? Warum? Maja, Willi, verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill-Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Aber mir kommt gerade, die Folienkartoffel ist doch bestimmt in Alufolie eingewickelt. Ne? Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Oh Gott. Na gut, ich... Schau dann mal. Dann erklär's mir einfach nochmal. Was genau willst du von diesem Idioten? Rufus, das ist doch kein Mann für dich. Ist er überhaupt ein Mann? Versager, das trifft es eher. Halt den Rand, Lotto. Er hat keinen Job, keine Manieren. Und das Größte von all den Sachen, die er nicht hat, eine Zukunft. Ich warne dich, Lotto. Rede nicht so über meinen Freund. Ach, komm schon, Toni. Vertraust du diesem Tunichtgut etwa? Du hast Toni gehört, Lotto. Lass sie in Ruhe. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Glaubst du wirklich, dass ihr euch beide nach Elysium bringen kann? Da lachen doch die Wumpers. Zum letzten Mal, Lotto. Halt deinen... Rand. Du könntest jeden haben, Toni. Wenn du nur einmal die Augen aufmachen würdest, würdest du es sehen. Hier sitzt ein richtiger Mann. Lotto, bitte. Ein männlicher, bärtiger Mann. Die Möbel sind gerade erst neu.
Wie wär's? Möchtest du meinen Bart mal anfassen? Na, knickknack? Moment mal, Bart anfassen ist gleich knickknack? Eigenartig. Ich habe so ein Ziehen im Bein. Ob da wohl ein Gewitter im Anzug ist? Das war bestimmt Ton. Nein! Lotto, wie siehst du denn aus? Nein. Du kannst mich... Du kannst mich ab jetzt Lotti nennen. Oh nein. Oh nein. Lotti. Oh nein. Oh Gott. Lotto sieht so verändert aus. Hat er einen neuen Hut? Oh Gott. Hey, Lotto. Das heißt jetzt... Das heißt jetzt Lotti. Was? Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Oh, nächster bitte! Es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, Ofazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Da findet man die tollsten Sachen. Alter, geilo Fazzo ist ein geiles Wort. Das adaptiere ich jetzt sogar. Oh. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus! Wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut! Fällt dir... noch was auf? Naja... Du hast zu haarige Beine. Schockschwere Not! Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Aua! Verflucht tut das weh! Gut so, halte durch! Aua! Verdammt, ich sterbe! Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Das zieht aber. Vollsuse. Fällt dir noch was auf? Oh nee. Alter, wenn wir weitermachen, hat er bald keine Beine mehr. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Immer noch? Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Besser. Und nicht, wenn ich trinke. Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du probierst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. So. Oder so. Oder so. Zum Schluss geht's dann in einen Beauty-Salon und... Stopp! Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin... Heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will? Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och, Menno.
Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon, ich mach ja schon. Es ist nur so, okay. Lotti braucht was Besseres. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Das ist so toll. Lass dich doch mal angucken. Nee. Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme als mit diesem stumpfen Mistding. Wer hat dir das nur angetan? Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling, meine ich doch. Ich werde morgen Muskelkater haben, ey. Na gut, dann. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, Gnefrau. Tüdelü! Tüdelü! Das ist so geil. Ich liebe Lotti. Oh Gott, wollen wir da wirklich reingehen? Hier kommt der Warte mal, wenn die jetzt noch zusammen sind, ich will sehen, dass die sich küssen. Manchmal frage ich mich, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie nach Elysium mitzunehmen. Ihre Manieren sind ja wirklich nicht die besten. Alter, das ist deine Freundin. Huhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Ah. Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Toll. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Kein Stück. Oder in die Brüche gegangen? No. Zwei von drei. Deutlich besser als erwartet. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Oh. Aber? Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Wir konnten doch noch mehr Schnutzelbeeren. Ja. Wir konnten doch noch mehr mit ihr reden. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Oh nein, was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war das sowas von abgefahren. Wir hatten uns getrennt. Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Der Organon wollte Deponia sprengen. Ha, aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur,
weil du auch immer alles in die Luft sprengst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn, ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, in meinem Traum kam er, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Ja, es war nicht diese Art von Traum. Haha, ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehörig den Arschversohl-Traum. Hä? Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Oh. Fruchtfliege. Entschuldigung, die ist immer noch nicht weg. Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Schließlich war ich alt und überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Okay, die Kristallgläser sprechen wir, glaube ich, lieber nicht nochmal an. Beinahe verplaudert. Gut, lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Pops tschö sagen. Aber ich hab doch gerade gesagt, ich hab noch keinen Platz gemacht dafür. Was? Gläser! Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Gesagt. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Nicht böse sein, okay. Hey, Lonzo. Ach, der alte Lonzerich. Ich werde ihn vermissen. Ob ich auf Elysium auch alles anschreiben lassen kann? Boah, Alter. Das ist Anschreiben, ne? Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues, etwas anderes, etwas Aufregendes. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer, Plörre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Aber da mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke. Bitte keine Umstände. Plörre. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Denen fällt auch nichts Neues ein. Dieser scheiß Dartautomat geht mir voll auf den Keks. Kann ich das mitnehmen? Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Das hast du auch zum Seitenschneider gesagt. Was ist das? Rückblickend betrachtet, hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Meinst wegen dem... Dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Wo bleibt der Nachschub? Wer lässt mir hier die Luft raus? Nimm mit, dann können wir Eiswürfel reintun.
Warum ist denn eigentlich der Vorhang zu? Ich will das ja auch... Oh nein, das sehe ich ja jetzt erst! Alter! Oh Gott! Hallo, Spitfire! Wer wirft denn einen ladenneuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Der ist doch noch gut! Das Ding ist super gruselig. Okay, ich hab einen Bart. Kann ich den... Warte mal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber was ist denn hier mit dem Ding? Kann man das irgendwie ausmachen? Das ist ja fürchterlich. Ein Dart-Champion wie ich kann auch mit schlecht austarierten Billigpfeilen werfen. Aber treffen, das ist eine andere Sache. Fürs Blasrohr vielleicht? Einfach alles einsacken. Alles einsacken. Okay, haben wir noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwie... Ach, guck. In meinem Traum hatte ich andauernd mit diesen Dingern zu tun. Aha. Aber da musste ich meinen ersten selbst zusammenbauen. Ich weiche offenbar schon ab vom Skript des Schicksals. Jetzt wäre so ein Da-da-da gut gewesen. Tja. Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Ein Dart-Wettbewerb? Oh Junge, da muss ich mitmachen. Sei bitte vorsichtig. Bei deinem letzten Dart-Spiel habe ich 2 gute Kunden verloren. Ja, das klingt nach ihm. War da nicht noch was? Drosselglied? Das Drosselglied. Der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Hey, Finger weg! Ich auch das nicht. Sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Darf man jetzt sagen, wo es Easter Eggs gibt? Wenn ich irgendwas übersehe, dann darf man mich gerne nochmal drauf hinweisen. Aber ansonsten möchte ich erstmal gucken. Oder wenn ich halt nachfrage oder so. Ne? So, und wenn ich da jetzt drauf werf. Und. Wow! Volltreffer! Damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier. Nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Oh, was ist es? Ein Stromumkehrer. Na super. Das war ja einfach. Echt jetzt? Ein Stromumkehrer. Kann ich nochmal? Nee. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Warum auch immer da eine Ente ist. Aber okay. Ich glaube, wir gehen dann mal. Oh, Lotti. Willst du vielleicht dein Bart wieder haben? Was zum? Hast du etwa meinen Bart mitgenommen? Das ist dein Bart. Ich dachte, ich entsorge einen toten Tribbel, bevor die Gesundheitsprüfer wieder Lonzos Kneipe dicht machen. Also scheinbar nicht. Kann ich hier irgendwo lang? Irgendwas noch? Ist noch irgendwas? Ach, der Sprengplan. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Tja, mir auch. Die Lichter, das ist so gut. Entschuldigung. Aber mit dem Bügel können wir vielleicht mit dem Bügel die Folienkartoffel raus. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Ja, probier doch mal. Richtig. Na gut, dann, Das ist so schön. Entschuldigung. Dann gucken wir doch mal, was wir an dem Automaten jetzt alles machen können. Dem Nilbot. Weil da können wir doch jetzt. Okay, guck mal, wir können doch jetzt. Moin! Wir können doch. Moin! Was? Wer moint? Ewig Kind. So, wenn ich drücke, passiert ja nichts, ne? Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Der Anschalter.
Also erstmal können wir doch hier schon mal so... Das könnte passen. Aber wie rum? Ah, wird schon nicht so wichtig sein. Schilbert Maut, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo-Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glückssträhne. Eine Glückssträhne? Okay. Und... Danke, Mann. Das war echt nötig. Was zum... Susse. Nee, der ist für die Ewigkeit eingerastet. Okay, na gut. Machen wir wieder zu. Zack. Okay, aber was mache ich jetzt damit? Kann ich da den Strohhalm wieder... Strohhalme. Haben? Die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Mhm. Oh, wie geht mir niedlich Gesundheit, Kiwi? Ey. Ich hab doch nur... Was mache ich mit dem Eis? Ich kann irgendwie mit dem ganzen Zeug noch nicht so wirklich was anfangen. Ich meine, der Schrott wird wahrscheinlich in die Schrottflinte gehören. Das macht halt irgendwie Sinn. Die Knickerfolie brauchen wir dann, wenn wir das irgendwie mit diesem Zeitkack, nicht wahr? Und da komme ich ja nicht rein. Können wir mit dem Bügel das... Wie jetzt? Bernhard, ich brauche... Ja. Weil mit dem Bügel? Ich lege Bernhard keinen Schrott mehr auf. Ja, das hatten wir schon. Ach Mensch. Oh Gott! Mein Timer! Warum sagt mir denn keiner von euch, habe ich überhaupt so einen Achtung-Timer-Befehl? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls muss ich jetzt raustappen und den Part für YouTube beenden. Liebes YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und für singen. Immer diese Überlänge, Mensch. Fürchterlich.